Einen wunderschönen guten Tag, Freunde. Chinesischer kleiner Computer, ich grüße euch. Ich habe heute ein Geekom A5 für euch. Wir kommen aber erstmal zu dem, was tatsächlich wichtig ist. Und das ist die Technik. Damit ihr dann auch den Preis von 429 Euro besser einschätzen könnt, direkt bei Geekom. Den gibt es auch bei Amazon. Der kostet aber eine ganze Ecke mehr, und zwar 572 Euro. Dabei habe ich Gutscheine. Das ist mega klein, das kann ja keiner lesen. Ich habe einen 20-Euro-Gutschein direkt für die Geekom-Seite und einen 5%-Gutschein für Amazon. Schreibe ich euch einfach unten mit in die Videobeschreibung zu den Links. Könnt ihr selbst entscheiden, wo ihr es denn holen wollt. Wenn ihr es denn holen wollt. Als Prozessor ist hier ein Ryzen 7 5800H verbaut. Der ist von Anfang 2021 und ist ein Mobilprozessor für große Notebooks, zum Beispiel Gaming-Notebooks. Das ist ein 8-Kerner mit 16 Threads und taktet mit 3200 bis maximal 4400 MHz. Das ist dann der Turbo-Boost. Das ist dann aber auch davon abhängig, ob das System gekühlt ist oder nicht. Dieses System ist hier aktiv gekühlt. Da ist also ein kleiner Lüfter drin, der eben für einen Wärmetausch sorgt. Grafik ist hier natürlich nur die integrierte Grafik verfügbar. Das wäre in dem Fall die AMD Radeon RX Vega 8 Grafik. So viel also erstmal zum Prozessor und der Grafik. Dazu haben wir 32 GB Arbeitsspeicher. Das ist schon echt gut, Freunde. Das ist DDR4 3200. Dual Channel. Speicher haben wir 512 GB, 1/2 TB ist absolut solide. Und das ist eine M2 2280, dass ihr wisst, was für eine M2 das genau ist, falls ihr sie wechseln wollt. Ob das geht, weiß ich nicht. Da werden wir später mal das gute Stück aufschrauben. Und das ist eine NVMe M2, Freunde. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, die ist auch echt vernünftig schnell. Passt ihr also absolut zu den Arbeitsspeichern, zu der Prozessorleistung. Wir können 4 Monitore mit bis zu 8K Auflösung anschließen, Freunde. In Konnektivität haben wir Wi-Fi 6 und Bluetooth 5.2. Es gibt hier natürlich noch die Möglichkeit, einen LAN-Anschluss zu benutzen, falls wir halt über eine kabelgebundene Verbindung ins Internet wollen, R45. Und vor allem, wir haben zweimal USB-C, und zwar 3.2 auf der Rückseite. Und da können wir dann auch unsere 8K-Monitore, 8K, wer hat gleich einen 8K-Monitor anschließen? Oder eben 4K-Monitore über zweimal HDMI 2.0. Dankenswerterweise, Freunde, USB-A. Die HDMI-Anschlüsse unterstützen 4K bei 60 Hertz. 2,5G R45. SD-Kartenleser haben wir hier noch an der Seite. Das ist echt sehr gut für alle diejenigen, die mit dem Mini-PC arbeiten wollen. Zum Beispiel Fotoverarbeitung ist hier durchaus kein Problem mit den kleinen Burschen. Was USB angeht, auf der vorderen Seite nochmal zweimal USB 3.2 und auf der Rückseite der zweite USB-A-Anschluss ist auch 3.2. Es gibt eine WESA-Halterung, das heißt, wir können den kleinen PC an die Rückseite von einem Monitor anbringen, sofern der Monitor selbst auch über eine WESA-Halterung verfügt. Der wiegt 650 Gramm, reißt euch jetzt also nicht das gesamte Plastik von einem Monitor ab. Wow, das habe ich noch nie gelesen. Mehrere Tests und strenge Qualitätskontrollen, okay. Vibrationstest, Falltest, Temperatur- und Luftfeuchtigkeitstest, Porttest, Leerentest und Salz-Sprühnebeltest. Haben die alles mit dem kleinen Burschen hier durchgeführt. Ein Kensington-Schloss können wir übrigens auch anschließen, falls wir den Rechner irgendwo im öffentlichen Raum aufstellen möchten. Ich habe noch so ein Influencer-Paket von Geekom bekommen. Ich will mal schauen, was mir Geekom hier zugeschickt hat. Ich habe mir das bisher nur oberflächlich angeschaut. So, da hätten wir einen Rubik Cube mit irgendwelchen Motiven. Ich habe noch nie mein Leben so ein Teil lösen können, Freunde, da habe ich echt kein Talent dafür. Dann habe ich noch einen kleinen Bausatz und kann mir dieses nette Figürchen hier zusammenbauen. Hi, this is Giggle. Ich hätte erst über Google gelesen. Das ist der Geekom Giggle. Und wow, what the hell? Das Geekom Handbuch. Wie ich mich zu verhalten habe, das ist leer, Freunde. Das ist leer. Raum für Notizen. Ich muss sagen, als Notizbuch stylischer geht's echt überhaupt nicht. Ich glaube echt, das werde ich nutzen. So ein kleines Notiz. Ja, das gefällt mir. Ist mir gar nicht aufgefallen. Ich dachte, das wäre jetzt hier eine Ansammlung von irgendwelchen Werbebildern von Geekom oder so. Aber es hat tatsächlich einen rein praktischen Nutzen, was mir natürlich zusagt. Freunde, das soll es gewesen sein. Es geht hier natürlich um den Geekom A5. Wir können mal schauen, was hier noch alles mitgeliefert wurde. Da war natürlich noch ein Netzteil dabei. Ein externes, das will ich jetzt nicht zeigen. Bei den Mini-PC ist das meistens extern. Ein HDMI-Kabel ist hier noch mit dabei. Jede Menge Schrauben. Wir haben hier die WESA-Halterung, eine Gebrauchsanweisung und hier noch diese Platte. Oh, ich sehe gerade. Wandhalterung, Freunde. Das ist auch geil. Da können wir uns den PC also auch irgendwie an die Wand bohren, wenn wir das dann halt möchten. Ist ja alles mit dabei. Da hat man eigentlich an alles gedacht. Ansonsten auf der unteren Seite natürlich die 4 Gummifüße. Hier ein Power-On-Taster. 3,5 Millimeter Klinke, Freunde, habe ich fast vergessen, gibt es auch. Ich habe den kleinen A5 getestet. Windows erstmal einrichten, da kommt ein üblicher Einrichtungsassistent. Windows 11 Pro ist vorinstalliert. Windows 11 Pro ist natürlich auch aktiviert.
Nachdem ihr das dann alles eingerichtet und euch anmelden müsst, weil das inzwischen nämlich Zwang ist, der sich zum Glück umgehen lässt, da habe ich mal einen kleinen Short dazu gemacht, wie das Ganze funktioniert, weil mir das mich auf die Ketten geht. Dann seid ihr halt im System, es ist natürlich multilingual, ihr könnt also Deutsch als im Einrichtungsassistenten einstellen. Ich habe Office installiert, in dem Fall halt OpenOffice, und das geht bei der Kiste auf jeden Fall klar. Also das ist kein Problem, es wird alles kurz und klein gerechnet. Ihr könnt also Word nutzen, ihr könnt Tabellenkalkulation nutzen, ihr könnt Präsentationen machen etc. Damit hat der kleine Bursche ja keine Probleme. Ehrlich gesagt wäre der dafür auch schon so ein bisschen überqualifiziert, also wäre jetzt wirklich rein in Office Rechner sucht, würde ich den GCOM A5 nicht unbedingt empfehlen. 32 GB Arbeitsspeicher und dazu der Ryzen 7 5800H. Das wäre ein bisschen mit Spatzen, ach Quatsch, mit Kanone auf Spatzen schießen, aber andersrum wäre auch ganz interessant. Auch wenn er die Kiste als zum Beispiel als Streaming-Rechner benutzen wollt für Amazon oder für Netflix, was ich auch mache, wäre ja auch schon ein bisschen too much. Könnt ihr natürlich machen, 4K, ihr könnt euch ja einen 8K-Fernseher anschließen an den kleinen Mini-PC. Wäre tatsächlich aber eine Möglichkeit. 8K-Fernseher gibt's ja. Ich sehe gerade einen für 3.000 Euro, 6.500 Euro. 29.799! Der Fernseher kostet so viel wie ein Auto. Also nicht so, dass es dafür keine Anwendungsmöglichkeiten gäbe. Aber ansonsten für Streaming, Freunde, würde ich dann eher ein günstigeres Modell empfehlen. Mit den Mini-PC könnt ihr auf jeden Fall schon ein bisschen mehr machen, was ihr dann auch an den Benchmark-Ergebnissen sehen könnt. Die NVMe-SSD bringt absolut vernünftige Lese- und Schreibwerte. Der 5.800H, der kann aber auch hier bei Geekbench und bei Cinebench überzeugen. Und da sieht man spätestens halt hier ein bisschen viel für Office. Geht vielleicht schon eher so in Richtung Fotobearbeitung, Videobearbeitung auch. Hier ist es davon abhängig, was ihr machen wollt. Zwei parallel 1080p Spuren könnt ihr damit auf jeden Fall bearbeiten. Ansonsten eine 4K Spur geht auch klar. Bei DaVinci könnt ihr ja mit Proxy arbeiten. Bei Vegas könnt ihr die Vorschau dann ja auch runterstellen in der Auflösung. Das bringt immer noch mal jede Menge Performance. Leider haben wir ja hier keine dedizierte Grafikkarte, die bei Videoschnitt natürlich auch hilfreich ist. Und das schränkt natürlich ja auch die Gaming-Leistung von den PC wie üblich ein. Trotzdem habe ich es für euch getestet. Und zwar diesmal gleich 3 Games, Freunde. Ich habe es mir dreckig gegeben. Leider habe ich auch nur eine begrenzte Steam-Bibliothek. Und leider dauert es immer ewig, das alles aus dem Internet runterzuladen. Deshalb habe ich mich diesmal für Borderlands Pre-Sequel entschieden, weil das Spiel einfach geil ist. Man kann auch davon ausgehen, dass dann Borderlands 1 und 2, also die Vorgänger, ebenfalls absolut solide laufen. Pre-Sequel, Freunde, läuft absolut zahnig. Ich muss kurz überlegen, weil ich nämlich parallel ein Redmi Notebook getestet hatte mit den gleichen Games. Hier hatte ich mittlere Grafikeinstellungen bei 1080p. Läuft mit hohen Framerates absolut vernünftig. Das heißt, ich habe keine Input-Lags. Ich kann rumballern, Freunde, und meinen Spaß haben. Läuft auf jeden Fall erstaunlich gut. Auch ohne der dedizierten. Man muss aber auch sagen, dass der kleine PC dann auch echt laut wird. Ja, der ist aktiv gekühlt. Ist natürlich auch nice, um hier halt maximale Leistung rauszuholen, auch über einen längeren Zeitraum. Man zockt ja nicht 5 Minuten lang. Die Benchmarks können das leider nicht so gut abbilden. Die laufen meistens nicht lang genug, als dass das System wirklich so heiß wird, dass der Lüfter hochdreht. Beim Zocken merkt man das eher. Und ja, den hört man auf jeden Fall dann deutlich, den kleinen A5. Ich habe noch 2 Games getestet. Subnautica. Und zwar Below Zero. Freunde, das ist mir egal, ob es ein AAA-Titel Below Zero, aber auch der Vorgänger, Freunde, das sind die AAA-Titel meines Herzens. Ich muss kurz überlegen, wie es bei dem System war. Auf niedrigen Grafikeinstellungen bei 1080p läuft es absolut flüssig. Absolut zockbar, Freunde. Ich habe auch ein bisschen was gebaut, damit er ein bisschen was zum Animieren hat oder mal ein bisschen in der Gegend rumschwimmen und so. Ich habe erst ab 90er echt krass durchgesuchtet und es läuft. Auf mittleren Grafikeinstellungen läuft es auch. Sieht es natürlich okay, die ganze Ecke geiler aus. Wichtig ist aber 1080p, ne, schafft das System locker. Bei den Grafikeinstellungen, da muss man Kompromisse schließen. Bei mittleren Grafikeinstellungen, da fängt es dann schon an, dass ich einen Input-Lag habe. Das heißt, die Maus schwimmt so ein bisschen, wenn ich mich hin und her bewege. Da habe ich noch The Forest getestet. The Forest ist so ein Horror-Survival-Game. Sollte man nicht nachts alleine zocken, Freunde, da geht ja krachen. Aber das Spiel hat auf jeden Fall auch seine Reize und läuft. Hier auch bei 1080p und mittleren Grafikeinstellungen. Ich bin wirklich durch die ganze Gegend gerannt, Freunde, auch mal zum Ufer, wo man ein bisschen weiteren Blick hat als nur im Wald, und ich hatte einfach keine Probleme gehabt. Also es läuft wirklich so flüssig, man kann es zocken. Man kann es wirklich zocken. Ansonsten hätte man bei den Grafikeinstellungen ja auch noch ein bisschen Kapazitäten, das dann runterzustellen, falls es später auch doch anfangen sollte, irgendwie zu ruckeln. Die Games also hat der kleine Geekom geschafft. Ich muss sagen, in dem Preisbereich bin ich doch überrascht, dass wir gewisse Spiele doch ganz vernünftig zocken können. AAA-Games brauchen wir wie immer erst gar nicht zu testen, Freunde. Dafür ist das System nicht gedacht, und mit Mini-PC zockt man normalerweise auch nicht, denn es scheitert praktisch immer an der Grafikkarte. Wir haben hier nun mal nur die integrierte Grafik und keine dedizierte Grafikkarte. Und die integrierte Grafik ist nun mal nicht für AAA-Games gedacht, Freunde. Am Ende muss ich aber sagen, das ist ein vielseitiger kleiner Rechner. Also wir haben ja vor allem halt die Anschlussvielfalt, moderne USB-C-Anschlüsse. Auf der anderen Seite aber auch eben noch die guten alten USB-Anschlüsse, die man halt benötigt. Was hier fehlt, das ist das Displayport, ja. Haben wir aber USB-C mit Videoausgang, ist also nicht das Drama. Zweimal HDMI, also wir können wirklich jede Menge Displays anschließen. So, schauen wir den Bosch mal noch auf. Das habe ich jetzt mal schon vorbereitet. Und da sehen wir haben Zugriff auf die SSD
und wir haben Zugriff auf den Arbeitsspeicher. Wir können uns also beides wechseln und später zum Beispiel eine 2 Terabyte SSD einbauen oder wir erhöhen noch den Arbeitsspeicher, wobei 64 GB hier eigentlich nicht wirklich Sinn machen. Mit 32 GB ist man ganz gut dabei. Der Arbeitsspeicher ist von Woodposit, habe ich noch nie gehört. Und Lexa ist die SSD. Lexa habe ich schon mal gehört. DCI Express Gen 3x4 NVMe SSD. Und falls ihr euch fragt, wofür dieses Flachbandkabel ist, ich kann hier noch eine 2,5 Zoll SATA SSD einbauen. Da habe ich dann hier den Strom in den Datenanschluss. Die schiebe ich hier einfach rein und verbinde die dann hier halt mit dem Anschluss. Außerdem habe ich hier noch Wärmeleitpad. Das drückt hier genau auf die SSD drauf. Und so wird die Wärme von der SSD auf das Metallstück hier übertragen, beziehungsweise dann auch auf das Gehäuse. Das ist ziemlich geil. So wird also die SSD gekühlt. Was soweit recht clever ist, jetzt muss ich das natürlich auch wieder richtig zusammenbauen, damit das auch genauso funktioniert wie vorgesehen. Den verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung und dazu auch die Gutscheincodes. Da bekommt ihr ein bisschen günstiger. Anwendungsbereich, also wie gesagt, für Studenten wäre es ja eigentlich schon ein bisschen zu viel, Freunde. Allein wenn die 32 GB Arbeitsspeicher, die man irgendwo ja mitbezahlt. Aber für Fotografen ist das interessant. Und auch für Videografen, die einfache kleine Kurzfilmchen, zum Beispiel für TikTok, für Instagram, für Twitter, für Facebook, für YouTube Shorts machen wollen. Und man kann auch immer mal dazwischen durch daddeln. Habt ihr ja nun gesehen. Ist nicht so, dass da gar nichts drauf läuft, auch wenn die dedizierte Grafikkarte fehlt. Ich danke euch immer fürs Zuschauen, Freunde. Ihr könnt gerne was in den Algorithmus... Ihr könnt gerne in den Kommentaren was für einen Algorithmus da lassen. Würde mich immer sehr freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video wieder. Bis dahin, Daumen hoch nicht vergessen. Ciao.